Jo, der Gruselraum. Dafür haben wir eine Schatzkarte. Und für die Schatzkarte haben wir auch ein Puzzle. Also jedenfalls für einen Teil dieser Karte. Und zwar muss ich das jetzt wieder zur Seite kippen. Ich weiß jetzt noch nicht wieder zu welcher Seite. Ah doch, ich weiß zu welcher Seite. Also das wäre dann hoch. Dann kommt ein D. Dann kommt wieder hoch. Dann kommt ein Springen. Dann kommt ein Runter. Dann kommt ein A, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein A. Dann wieder ein Hoch. Und ein Runter. 1, 2, 3, 4. Ja, 8. 8 Zeichen. Also versuchen wir es mal. Hoch, D, hoch, springen. Runter, A, hoch, runter. Wir müssen dazu irgendwie auf das Ding kommen, oder wie? Weil das ist das falsche Symbol. Wir müssen, wenn, dann auf dieses Symbol. Also hier so draufstehen. Oder ich habe mich verlesen und es ist gerade andersrum wieder. Ja, wenn ich so neige, hoch, D ist richtig, wieder hoch, springen, runter, A hoch, runter. Also, hoch, D, hoch, springen, runter, A hoch, runter. Nein. Und wenn ich es andersrum ablese, ist es hoch, runter, A, hoch, springen, runter, D, runter. Okay, also hoch, runter, A, hoch, springen, runter, D, runter. Auch nicht. Zeig mir noch mal das Ding. Irgendwas ist an dieser Figur. Geronimo. Nein. Muss sie vielleicht so ausgerichtet sein? Hoch, D, hoch, springen. Runter, A hoch, runter. Oder muss es so ausgerichtet sein? Ach nee, so ist falsch. So ausgerichtet sein. Hey, so stehe ich ja tatsächlich drauf, oder? Ja, so stehe ich fast drauf. Jetzt nicht mehr, oder? Nein.
Jetzt aber wieder, oder? Jetzt müsste ich fast draufstehen. Nö, tue ich nicht. Warum nicht? Oh. So. Jetzt stehe ich aber drauf. Also jetzt müsste ich draufstehen. Gut, versuchen wir es nochmal hier. Hoch. D. Hoch. Springen. Runter. A. Hoch. Runter. Tatsache. Okay, eine schwarze Säule, hinter der ich mich super verstecken kann. Das war's aber noch lange nicht in diesem Raum. Was hat sich verändert? Außer dass hier jetzt die Säule kreist. Und ich durch die Säule durchspringen kann, hat sich nichts verändert. Auf der Karte ist auch nur immer noch die Hälfte zu sehen. Okay. Oh. Schnell, wir müssen wohin? Leuchtturm. Da ist der Glockenturm, da ist der Leuchtturm, gut. Und da wird's schon. Langsam wieder hell. Und die Tetris-Blöcke verschwinden wieder. Mist. Also gehe ich hierher zurück. Was auch immer das jetzt gerade für ein Glitch war. Nein, so weit kann ich nicht springen. Toll. Wie komme ich nochmal darüber? Was so da drüben? Komm, ich möchte irgendwas lösen noch. So mal ein bisschen raus. Ich würde zum Beispiel gern noch das letzte Puzzleteil finden. Wenn ich nur wüsste, wo das sich versteckt hat. Weil hier ist eine Eule. Wahrscheinlich, ja, hier, das hier haben wir auf dem einen Bild im Haus des Bürgermeisters gesehen. Da unten ist eine Eule, da ist die Eule, die sich dreht. Oh, hier unten war ja auch noch Zeug. Zwei Stimmgabeln. Ah, die können wir machen. Weil das mit den Stimmgabeln habe ich ja jetzt raus. Also brauche ich genau den Weg hier runter.
dass wir wenigstens etwas diese Folge noch abgreifen. So. Und da ist auch der QR-Code-Raum. Ja, den verschieben wir auf die nächste Folge dann. So, jetzt ist die Frage, wo wollen wir lang? Sieht das richtig aus? Gucken wir einfach mal. Jo. So, hier lang würde ich mal tippen. Da rein. So, und jetzt ist die Frage, ups, wie am besten drauf gehen. Ja, das ist ein Ventil, schön. So. Du bist der Weg zu einer Truhe. Und das ist auch die falsche Seite. Ach ja, und das Wasser war giftig. Auch gut. Ja, ich drücke immer die falsche Taste. So. Gibt es da noch einen anderen Weg oder ist das der einzige? Weil sonst habe ich mich gerade vertan. Ja. So. Dann habe ich mich vertan. Das hätte ich nicht machen sollen. So stabil ist Gomme ist ja leider nicht. Also ja, so wie der Eingang steht. Ups. Bin ich entweder blind? Da komme ich her. Ah? Da ist Stimmgabelraum. Also gucken wir mal. Also ja, da musste ich jetzt zuhören. Also ist es links drehen, links drehen, links drehen, rechts drehen, links drehen, rechts drehen, links drehen, rechts drehen. Also links, 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 rechts, links, rechts, links, rechts. Bingo!
Das heißt, wir haben endlich mal einen Cube in dieser in diesem Level gemacht. So. Da komme ich gerade her. Ich habe mich gerade selber getrollt. Genau, Portalraum. So. Und ich nehme an, das liegt etwas weiter unten. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Nee, das ist der Weg zurück. Den will ich nicht. Das war jetzt... Ja, genau, der Weg hier. Ja, toll. Das ist hier oben, wenn ich richtig sehe. Ach, ich muss nach da ganz oben wohl wahrscheinlich. Fülle ich jetzt das Becken oder leere ich's? Ich füll's gut. So. Ich muss dann da hoch. Nehme ich mal an. Nur wie komme ich da rüber? Ach so, einfach rüberspringen. Nee, das ist der QR-Code-Raum. Den will ich noch nicht rein. Ach, da ist der richtige Raum, okay. Und das ist dann einfach. Ups. Oh, wo geht's hier lang? Ach so, hier bin ich wieder hier. Tja, die Abkürzungen sind ja leider nicht verzeichnet. So, Red Room. Und da bin ich schon richtig. Ups, nicht zurückgehen. So, jetzt brauche ich nochmal Konzentration. Also links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay.
So, dann begebe ich mich gleich schon mal zum QR-Code-Raum zurück. Ups. So. Ja, in Lava springen tut weh. Achso, da muss ich einfach nur hier durch. Und land schon wieder in dem anderen Gewäsch. So, und da hoch. Und dann können wir vom QR-Code-Raum auch gleich durch den Teleporter wieder abhauen. Andere Richtung. Wisst ihr was, den QR-Code-Raum mache ich auch noch schnell. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Mal sehen, wo mein QR-Scanner überhaupt versteckt ist. Aber da muss ich ja auch erst einmal nach da oben zum QR-Code kommen. Und dann mal gucken, ob ich den einscannen kann. Was sagt der Code? Dass ich offline bin? Komm, WLAN. Ernsthaft. Jetzt habe ich WLAN. Okay, ich habe hier den Code. Also, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, links, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, links. So. Das heißt, ich kann wieder zurück zu meinem Timer und gucken, wie weit der jetzt schon gelaufen ist. Ach, geht eigentlich. So. Das heißt, wir kehren zurück zum Hub. Oder wo auch immer wir uns gerade hin beamen. Und dann sehen wir weiter. Oh, wir sind in der Nähe der Uhr gelandet. Ah, da sind wir ja auch gerade richtig. Gut, da ich aber die Aufnahmesession jetzt schon eine ganze Weile überzogen habe, würde ich sagen, gibt es hier mal einen Cut. Wir haben ja jetzt gut Fortschritte gemacht. Uns fehlen noch genau 11 blaue Würfel und dann noch das Stückchen von dem Würfel. Ja, da sehen wir weiter. Also, bis dann.